Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Immer wieder werden natürlich uns die Gefahren aufgezeigt von Elektrosmog, von 5G und Frequenzen, die uns schaden, die den Körper wirklich negativ beeinflussen können. Aber was wäre, wenn wir durch ein anderes Bewusstsein, aber auch durch wertvolle Technologien es wirklich für uns nutzen können und eben auch den Körper damit in eine gute Struktur und Kraft bekommen? Und darüber sprechen wir heute mit unserem Gast. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo lieber Nikolaus, schön, dass du wieder da bist. Hallo Corinna. Ja, Thema Elektrosmog ist natürlich ein, höre ich immer wieder. Ja, es gibt ja verschiedene Ansichtsweisen. Viele sind natürlich dann auch in dem Bewusstsein, boah, das schadet mir, ich muss mich schützen und hier abschirmen und. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die das anders sehen. Und ich glaube, du hast da auch ein eigenes Bild dazu. Das würde mich natürlich jetzt auch interessieren. Ja, danke schön für dieses Thema. Es ist mir wirklich ein Anliegen, heute darüber mal zu sprechen. Denn wenn es um diese Themen geht, dann sind die immer sehr, sehr negativ behaftet. Ja, was macht es? Was schadet? Wie beeinflusst es mein Sein, meinen Körper, die Gehirnwellen, die Zellstruktur und so weiter? Ja, wir kennen das, aber entscheidend für den Umgang aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung mit diesen Technologien ist auch hier wieder das Bewusstsein. Ja, wenn wir am Anfang wieder eine philosophische Betrachtung als Beispiel nehmen, dann ist es so, dass letztendlich alles Energie ist. Und Energie ist weder gut noch schlecht, sie ist einfach. Ja, entscheidend, wie eine Energie eingesetzt wird und wie sie wirkt, ist auch hier die Intention, ja, ist sie eingeführt, um Menschen zu schädigen oder um sie zu schwächen oder um Menschen gut zu tun. Okay, das ist mal das eine. Wenn wir aber eine Energie, wie zum Beispiel eine Mobilfunkenergie, jetzt ganz neutral betrachten und bewusst mit ihr arbeiten und ihr eine andere Information geben, dann ist diese Energie da, aber nicht in dem Sinne, dass sie uns schädigt, sondern sie kann sogar aufbauend wirken und uns auf allen Ebenen unterstützen, Lebenskraft verleihen, unser Bewusstsein stärken. Also es ist sozusagen ein Booster in die andere Richtung, ja, in die positive. Das ist möglich. Ja, ja, das hatte ich mir auch immer so gewünscht, wo ich dachte, ja, okay, die machen jetzt die Antennen, aber es ist ja nur ein Schalter, ob ich jetzt da eine niedere Frequenz schwingen lasse oder eine Liebesenergie und noch die Zirbeldrüse aktiviere. Und da jetzt wirklich wieder auf das Außen zu warten, bis das geschieht, ist natürlich eigentlich wieder verlorene Zeit. Man könnte es ja jetzt wirklich eben für sich nutzen und sagen, okay, ich habe Möglichkeiten. Du hast natürlich jetzt jahrelang an einer Technologie geforscht, Studien gemacht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen dazu was erzählen, vielleicht auch Erfahrungsberichte. Wie arbeitest du da wirklich? Was war dein Ansatz? Was ist der Inhalt von der Technologie? Also die Basis der Technologie ist Information. Ja? Wir haben hier ein Wasserglas stehen und viele kennen wahrscheinlich Masaru Emoto, den japanischen Wissenschaftler, der entdeckt hat, dass Wasser jegliche Form von Information abbildet. Wenn wir jetzt ganz normales Leitungswasser nehmen, dann ist das, und wenn wir das im Mikroskop betrachten, in der Regel völlig strukturlos. Ja, es geht durch Leitungen, das ist nicht natürlich und das Wasser verliert dadurch die Struktur. Ein Quellwasser hingegen aus einer frischen, gesunden Bergquelle schaut ganz anders aus. Es hat eine hexagonale Struktur, ja. Es hat auch einen ganz anderen Geschmack, es hat Lebendigkeit, es trägt eine andere Information, ja. Wir können aber auch hergehen und dieses Leitungswasser uminformieren, ja. Was passiert? Und Emoto hat das dokumentiert, wenn wir unsere Gedanken und unsere Emotionen mit Liebe, ja, oder mit Frieden oder mit Dankbarkeit auf das Wasser richten. Wir machen das für einige Sekunden, ja, und schauen das Wasser dann unter dem Mikroskop an.
was hat sich verändert? Das Wasser hat wieder Struktur, ja. Es hat sich verändert. Es ist dieselbe Materie, ja. Es ist nach wie vor Wasser, nur es hat eine andere Information. Und genauso wie es im Wasser funktioniert, funktioniert es auch mit Materie, auch mit fester Materie, mit Glas, mit dem Holztisch, mit der Wand, aber eben auch mit Frequenzen, ja. Und wir können jetzt Mobilfunkfrequenzen in Vitalfrequenzen transformieren und dadurch für uns nutzbar machen. Auch in dieser Zeitqualität, in diesen Prozessen, in denen wir stehen, letztendlich ist dann viel Energie vorhanden, weil es gibt viele Frequenzen, die uns umgeben. Und all diese Frequenzen tragen eine hochschwingende Vitalinformation, die uns unterstützt. Wie würde sich das dann in der Praxis bei Menschen zeigen? Das zeigt sich in der Praxis auf verschiedenste Art und Weise. Manche Menschen können sich wieder konzentrieren. Manche Menschen schlafen viel besser, regenerieren besser, haben einen besseren Stoffwechsel. Das heißt, die Nahrung ist bioverfügbarer. Ja, kommt also, es kommen mehr Nährstoffe in die Zelle. Die Energieproduktion findet dort statt. Aber auch gleichzeitig die Abfallstoffe aus diesem Energiestoffwechselprozess werden besser wieder ausgeschieden. Das heißt, der physische Körper ist reiner. Wir sind in einer ganz anderen Frequenz. Mhm. Wir sind zentrierter. Wir sind geerdet. Wir stehen mehr im Leben. Wir fühlen uns auf allen Ebenen besser. Und auch unser Bewusstsein, erhöht sich, das heißt, es werden uns Dinge bewusst, wir können Dinge erkennen, wir haben auch die Kraft, auf Dinge, die uns bis dato sehr geschmerzt haben, hinschauen, ja, wir können Dinge leichter lösen und der ganze Transformationsprozess erscheint leichter. Und da gibt es viele Beispiele, auch Therapeuten mittlerweile, die in ihrer täglichen Praxis damit arbeiten, ob das der Geistheiler ist oder auch der Physiotherapeut, die erkennen, dass bei den Klienten die Energien viel besser und harmonischer fließen, dass man leichter auch an kognitiv dissonante Traumata, ja, mhm, wo man, weil der Schmerz so groß ist, schon gar nicht mehr hinkommt, auch gedanklich nicht, dass plötzlich das in ein anderes Licht kommt. Das erscheint plötzlich, man kann es anschauen, wie auch immer, dass wie auch immer der Mensch das dann erfährt, ob er es plötzlich weiß, ob er es fühlt, ja, ob er es sieht, ob er es riechen kann. Die Wahrnehmungsebenen sind unterschiedlich, aber bei allen Menschen passiert etwas. Mhm. Ja, wenn ich dir gerade so zuhöre, fällt mir auch gerade ein Gast ein, die wirklich beschrieben hat, dass sie eigentlich so elektrosmog-sensitiv war, extrem, und aber über den Prozess der Traumalösung auf einmal mit den Frequenzen klar kam. Also da würde mich jetzt auch mal noch interessieren, ob du da auch Erfahrung hast oder inwieweit das miteinander zusammenhängen könnte, gerade in der ganzen... Es ist sicherlich so, dass Ängste ganz viel in uns auslösen. Ja, wenn wir viele Ängste in uns tragen und auch große Angst haben, zum Beispiel vor Elektrosmog und den Auswirkungen, dann wird sich dieses Thema in unserem Leben nochmal verstärken. Ja. Ja. Wenn wir aber auch an diesen Ängsten arbeiten, ja, wenn wir sie durchfühlen und auch erkennen, warum findet das statt? Was ist mein Muster? Was ist meine frühkindliche Prägung? Oder was habe ich aus vorigen Leben noch mitgenommen? Ja, wenn wir diese Dinge sukzessive auflösen, dann werden wir angstfreier. Und dann entsteht auch ein anderer Umgang, auch mit diesen künstlichen Energien, die uns aktuell umgeben, die natürlich von der Absicht her nichts Positives haben. Das ist so. Aber wir haben einen ganz anderen Umgang. Wir stehen zentrierter in uns. Wir sind geerdeter. Ja? Und je geerdeter wir sind, umso besser können wir auch mit diesen Frequenzen umgehen. Das ist ganz wichtig. Hm. Ja, weil symbolisch wurde uns ja jetzt, sage ich mal, permanent von außen Angst gemacht. Und der Schlüssel, wirklich die Ängste in sich zu heilen, der wird wahrscheinlich nur über eine Innenschau gehen, dass du wirklich sagst, vor was habe ich eigentlich Angst? Also ob das jetzt Strom oder was auch immer ist oder irgendwelche Sprühmittel,
letztendlich ist ja immer das Thema, von außen kommt was, was mich ganz zerstören genau. will. Und dann wäre jetzt halt noch interessant, gell, was ist das wirklich, die Urangst dahinter? Gab es mal in der Kindheit irgendein Todesangstthema und man wird permanent wieder getriggert? Ja, Angst ist natürlich nie ein guter Ratgeber. Und es geht letztendlich auch darum, von der Angst in die Liebe zu gehen. Ja, aber Angst ist natürlich auch ein guter Lehrmeister. Angst zeigt uns ganz viel auf. Ich sage nicht, dass wenn wir unsere Ängste gelöst haben, dass Mobilfunk dann überhaupt keinen Impact mehr hat auf unser Leben. Es sind sehr niedrige Frequenzen, mit denen wir hier arbeiten. Und diese niedrigen Frequenzen erschweren natürlich auch unsere Entwicklung, ja, unseren Transformationsprozess und führen natürlich auch physisch zu gewissen Beeinträchtigungen. Ja, der Körper braucht mehr Kraft, braucht mehr Nährstoffe, hat weniger Energie zur Verfügung und so weiter. Und die emotionalen Wut, Angst, die haben ja dann auch eben diese Frequenzbänder. Ja, und wir mit brauchen denen ich dann in Resonanz gehe. Und wir brauchen viel Kraft, ja, um diese Themen anschauen zu können. Ja, das kostet Kraft, ja, das geht auch an unsere Substanz. Und da ist es ganz wichtig, dass wir einen bewussten Umgang wählen. Wir sind nicht hier im Westen in der Situation, dass wir den ganzen Tag, ich sage jetzt mal plakativ, in einer Höhle sitzen und meditieren und nur bei uns sind, ja. Wenn wir das tun könnten, ja, dann wären wir voll bei uns und dann würden uns diese Dinge auch fast nichts ausmachen, ja. Wir haben unsere tägliche Arbeit, unseren Alltag. Wir sind in sehr vielen Ablenkungen auch in unserem Leben. Es gibt viel Stress. Und da ist es oftmals gar nicht möglich, dass wir immer zen, ganz in unserer Mitte sind und zentriert und ausgerichtet. Das ist ein Ziel, ja, aber für die wenigsten von uns erreichbar im Moment. Und da ist es wichtig, dass wir gute Hilfsmittel haben, die uns diese Arbeit ein bisschen abnehmen, das Leben erleichtern und zumindest ein freies, hochschwingendes Feld schaffen, so dass wir uns frei entwickeln können und gut und leicht an diesen Prozessen arbeiten zu können, damit wir gesund bleiben, ja, und kraftvoll und das Leben auch weiterhin Freude macht, weil Freude ist natürlich auch gleichbedeutend mit hoher Frequenz, mit hoher Schwingung und ja, mit ganz viel Energie und Lebenskraft. Wir hatten ja auch mal jemand hier, der wirklich auch ein Hotel führt, wo er gesagt hat, er möchte auch seine Gäste da wirklich befreien. Würde mich nochmal interessieren, gibt's da einfach auch nochmal einen Erfahrungsbericht oder neue Infos, was, ja? Es gibt tägliche Erfahrungen, die uns Menschen mitteilen, also es sind Hunderte, wenn nicht sogar Tausende mittlerweile, die einfach von dem Spektrum reichen, sie schlafen viel besser, sie fühlen sich wohl zu Hause, sie haben auch kein Thema mehr in der Nutzung der digitalen Technologien, ob das WLAN ist oder ob das das Smartphone ist, keine Kopfschmerzen mehr, sie können sich besser konzentrieren, sie haben vitale Lebensmittel, die Werte haben sich einfach verbessert, auch von Menschen, die wirklich physisch schwerst beeinträchtigt waren. Also wir haben neulich auch, hat eine Dame aus den USA sich gemeldet, die letzten Herbst ja im Endstadium Brustkrebs hatte und die Schulmedizin hat ihr gesagt, ja, wir können nichts mehr für sie tun. Sie hat angefangen, mit hohen Frequenzen zu arbeiten. Und ich hatte neulich Kontakt mit ihr und dann hat sie mir gesagt, die Marker haben sie nicht mehr verändert. Sie führt ein, so gut es geht, ganz normales Leben. Ja. Mhm. Man muss sich auch vorstellen, und das ist, muss ich dazu sagen, von der Schulwissenschaft und Schulmedizin so nicht bestätigt. Aber letztendlich können Krankheitsfelder nur in niedrig schwingenden Frequenzen existieren. Ja. Mhm. Sind wir in einem hochschwingenden Feld, ja, dann gibt es keine Existenzgrundlage dafür. Ja. Allein schon daran sieht man, wie wichtig es ist, sich in diesen Feldern, in lichtvollen, hochschwingenden Feldern aufzuhalten. Ja. Auch die Nahrung zu informieren, vor allen Dingen auch das Wasser, ja, unser wichtigstes Lebensmittel neben der Luft, uns auch mit
hochschwingenden Feldern frei von jeglichen Belastungen zu umgeben. Ob das der Schlafraum ist, unsere Wohnung oder das Haus, letztendlich auch die Außenbereiche jetzt auch im Sommer, im Garten, ja, auch in der Stadt. All das ist möglich, ja, und nimmt uns natürlich ganz viel Steine aus dem Rucksack, die uns diesen ganzen Prozess einfach noch schwerer machen würden. Also eine Umprogrammierung sowohl wirklich im Außen als auch im Innen. Eigentlich kann man ja auch mal selber so das Experiment machen und sagen, ich bin Liebe und lauf durch die Straßen und guck, was mir begegnet. Oder man sagt mal wirklich, ich bin Wut, Zorn. Und du kriegst es komplett sofort gespiegelt. Also wir gehen ja innerhalb von Sekunden in diese Resonanzen von den Frequenzen. Ja, es ist erstaunlich. Und unser physischer Körper besteht, ja, wieder entsprechend der Schulwissenschaft, zu 70% aus Wasser. Mhm. Andere wiederum vermuten, es sind 80% oder mehr. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wasser, Flüssigkeit bildet alles ab. Ja, deswegen ist auch sehr wichtig, in welcher Haltung wir Lebensmittel zu uns nehmen. Osho, ein bekannter Weisheitslehrer, der auch vielen Sehern jetzt vielleicht was sagt, der hat mal gesagt, es ist nicht in erster Linie entscheidend, welches Lebensmittel du zu dir nimmst, sondern in welcher Haltung du es zu dir nimmst. Denn auch das Lebensmittel besteht, wie unser physischer Körper, zu einem Großteil aus Wasser. Da es die Informationen abbildet. Es ist also wichtig, dass wenn wir Wasser trinken, es in einer friedlichen Stimmung tun, ja, in einer Stimmung der Dankbarkeit, vielleicht sogar Liebe oder der Freude, ja, auch essen, ja. Und dann wird uns dieses Lebensmittel viel, viel mehr nähren und unterstützen, als sonst, ja. Mit Liebe gekocht, gibt es ja auch wieder im Deutschen ein schönes Sprichwort. Oder die Eier von glücklichen Hühnern, die schmecken einfach besser. Das ist auch physisch sichtbar. Die Eier sind in der Regel größer, der Dotter ist schöner, es schmeckt auch besser. Ja. Also all das, diese Dinge, die unsere Vorfahren vielleicht auch intuitiv gewusst und angewendet haben, dürfen wir auch wieder in den Vordergrund rücken. Und Wasser ist wunderbar, ein wunderbarer Lehrer für uns. Und da bin ich Masaru Emoto auch sehr, sehr dankbar, dass er uns das gezeigt hat, weil das verbildlicht letztendlich das, worüber wir gerade sprechen. Ich habe da auch so einen Trick, ich habe auf meinen Salzstreuer habe ich Liebe stehen und wenn die Menschen dann den Salzstreuer benutzen, dann kommen die ja gleich in diese Liebesfrequenz und dann hast du direkt auch eigentlich auf dem Essen, sowohl von der Information, auch in dem Moment hast du es gesehen und das sind ja dann kleine Alltagstricks, wo du dann wirklich diese Frequenzen und die Einstellung zum Essen und alles nutzen kannst, ja. Mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein. Wir haben einen Freund von mir, der hat sein Wasser immer von einer Heilquelle aus der Gegend, da wo wir sind, in den Bergen geholt und hat das ja auch über Jahre getrunken, auch zum Kochen verwendet. Und plötzlich ist die ganze Familie krank geworden, ja. Und dann hat er mir mal das Wasser gebracht und hat mich gefragt, ob ich das Wasser mal testen könne. Ja, und ich habe festgestellt, dass das Wasser enorm belastet ist, auch was physische Inhaltsstoffe anlangt, Güllerückstände, Medikamentenrückstände und so weiter. Aber das Wasser war auch mit Frequenzen belastet, wo auch immer diese herkommen. Und wir sind dann hergegangen und haben dieses Wasser, das war so ein 10-Liter-Kanister, auf den Sternenlotus Stargate für 10 Minuten gestellt und haben dann überprüft, wie die Wasserqualität ist. Ja, das Wasser wurde nicht gefiltert, die physischen Inhaltsstoffe waren immer noch drin, ja, und das Wasser hat fast keine Belastung mehr gehabt und hat eine Schwingung gehabt jenseits von 1,1 bis 1,2 Millionen Bovis, ja, und war dadurch genießbar. Ja, das heißt, auch Metalle, Schwermetalle, Aluminium, alles, was im Wasser drin ist, ist zwar physisch noch da, trägt aber eine andere Information und ist dadurch für unser System nicht mehr schädlich. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ja, das klingt vielleicht für viele verrückt, aber
Es ist das Thema Information, das bis dato kaum berücksichtigt wurde. Und wir können so viel damit machen. Ich habe noch ein anderes Beispiel, aber sonst rede ich zu viel. Musst du? Ah, doch, ich liebe ja Geschichten und Beispiele, weil das ist ja das, wovon, ja. Also ein anderes Beispiel ist, es gibt ja Menschen, die sich von Licht ernähren, ja, mhm. über einen gewissen Zeitraum. In Indien machen das relativ viele. Und die, die es wirklich verstehen, diese Menschen ernähren sich über 2-3 Monate lang nur von Licht, nehmen dabei keinen Tropfen Flüssigkeit zu sich. Ja? Wie ist das möglich? Auch schulmedizinisch wäre der Mensch in der Regel nach 3 Tagen tot. Mhm. Ja? Diese Menschen, was machen die? Sie holen also die Information von Flüssigkeit, von Wasser aus dem Äther. Ja, sie machen es richtig und nähren dadurch ihr gesamtes System. Ja, entscheidend ist also nicht die physische Materie, sondern in erster Linie die Information. Und das ist für uns ausreichend. Und anhand dieser Beispiele kann man erkennen, welche Bedeutung Information hat und wie wir Information in unseren Alltag gut integrieren können und sogar nützen können. Nicht nur, indem wir uns vor etwas vermeintlich Schädigendem schützen, sondern indem wir es nützen. Wenn wir das Wasser mit den höchsten Informationen und Frequenzen bespielen, dann werden wir diese Frequenzen in unserem System tragen. Nicht nur physisch, es macht auch feinstofflich was mit uns. Ja. Und dieses Potenzial von der positiven Seite aus betrachtet, ja, das ist mir ganz wichtig, dass viele Menschen das erkennen. Ja. Wir sind Schöpferin und wir sind Schöpfer. Ja, wir haben das alles in der Hand und wir können diesen Paradigmenwechsel zu einem Gutteil auch selber herbeiführen. Ja, wir haben die Macht. Ja, und das dürfen wir uns alle bewusst sein. Ja, ja, da gibt's echt so schöne Beispiele. Auch wenn jetzt jemand zum Beispiel Pollen sieht auf dem Bildschirm, reagiert er ja mit einer allergischen Reaktion. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn jemand hochgradig Allergiker ist und er ist unter Hypnose, hat er nichts mehr. Oder gerade bei Schizophrenie erkennt man das ja, dass dann der eine Part krank ist und reagiert und der andere gar nicht. Ja, also es beweist uns ja immer wieder, dass so viel eigentlich nur mit dem Bewusstsein zusammenhängt. Oder ganz genau. Die Gurus, die Gift trinken und nichts passiert. Ja. Ganz genau. Ja. Ja, genau so ist es. Aber das ist dann für fortgeschritten. Natürlich. Also in unserem Alltag ist es oft nicht ganz einfach, uns immer auf diese Dinge zu konzentrieren, weil wir sind ja wirklich, ja, jeder von uns nahezu in einem Alltagsstress. Dazu kommt auch der emotionale Stress mit all den Themen und Blockaden, die sich gerade zeigen. Und da sind diese Hilfsmittel wirklich sehr, sehr unterstützend und allein ein freies Feld, was das bedeutet, wenn wir wieder gut schlafen können, ja, wie der Körper sich regeneriert, wie wir in unserer Kraft sind, das, ja, das ist von unschätzbarem Wert. Wenn jetzt die Menschen da wirklich ein bisschen was zu lesen möchten drüber oder auch mal die Studien und was ja da auch auf wissenschaftlicher Ebene wollen ja auch immer viele dann wissen, ja. machen, kann man da ein bisschen was nachlesen? Genau, also es gibt viele Informationen im Internet, ja, unter anderem auch auf unserer Webseite. Die Webseite, die lautet bloominglife.com. Blooming bitte mit 3x O schreiben zusammen und das live mit F.com. Und da gibt es Studien, Filme, viele Informationen, auch Erfahrungsberichte zu den einzelnen Sternenlotus-Produkten von Anwendern aus vielen Teilen Europas. Und ja, und wenn sonst noch Fragen offen sind, dann bitte jederzeit bei uns anrufen. Bei uns gibt es keine künstliche Intelligenz in Sachen von Chatbot und Co., sondern wir sind Menschen, die am Telefon zur Verfügung stehen und gerne bereitwillig Auskunft geben. Schön, super. Vielen Dank, lieber Nikolaus, dass du da warst und bis hoffentlich bald wieder. Danke. Dankeschön. Liebe Zuschauer, ja, immer wieder schön, dass es doch so viel Möglichkeiten gibt, uns zu unterstützen, in ein gutes, positives Lebensgefühl zu bringen. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.